Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play World of Warcraft. Wir waren hier bei der Ödnisfeste stehen geblieben. Und das erste, was ich jetzt mache, nachdem ich hier angekommen bin, ist natürlich erstmal diesen guten Herrn hier aus seinem Amt zu entheben. Garduul. Und dazu müssen wir, glaube ich, diesen Turm hier hochgehen. Und unserem Freund mal helfen. Ja, dazu können wir hier uns natürlich auch direkt wieder verwandeln. Das bietet natürlich keine Probleme. Und jetzt schauen wir doch mal hier raus. Ah ne, das geht nicht so gut. Aber zumindest kommt uns der Gardul hinterher. Und der Kriegsfürst Blutheft ist jetzt auch endlich angekommen. Ja, der gute Blutheft ist ja auch nicht so gut auf den Gardul zu sprechen und er sagt, dass der es wohl nicht so ganz drauf hat. Und nur durch uns ist es möglich, dass hier überhaupt was passiert ist. Ansonsten wäre Mulgur überrannt. Ja, und der wird jetzt, sage ich mal, ganz gut exekutiert. Ja, das ist der gordulische Fenstersturz, wer kennt's nicht. Aber dadurch werden jetzt hier keine Revolten ausgelöst, sondern nur die Wache wird abgelöst. Ja. Bundhose der Autorität, das klingt gut. Ich kann ja eh nichts gebrauchen, von daher hat sich das jetzt auch schon wieder. Ja, hier gibt's auch jetzt erstmal nicht viel zu erzählen. Der kommt jetzt hier zwar nochmal. Man weiß zwar nicht warum, aber das brauchen wir uns ja jetzt hier auch nicht mehr anschauen. Da kann man ganz einfach runterspringen. Ja, da jetzt aber der Gardul hier ersetzt wurde, der wurde ja auch schon ganz schön schnell hier wieder weggeräumt. Obwohl, nee, da liegt er sogar noch. Ist jetzt hier aber der Kriegsfürst Blutheft. Und da gibt es eine neue Quest oder sogar zwei. Anspruch auf die Kriegsnarbe erheben. 10 Soldaten der Vorhut der Triumphfeste. Okay. Jetzt geht es hier mal wieder richtig in den Krieg. Und Krieg der Geheimdienste. Tötet einen Agenten des Brachlands und nehmt euch die Anweisung des SI7 an euch. Ja. Ist wahrscheinlich auch wieder so eine kleine Anspielung an den britischen Geheimdienst oder an den Geheimdienst aus James Bond, ja. Die heißen da ja alle relativ gleich, MI5, MI6 und halt SI7. Ja, da haben wir auch schon die Anweisungen. Jetzt wollte ich hier erstmal die Silithiden bekämpfen. Und dazu sollen wir brennendes Pech in die Silithidenbauten schütten. Oh, das sehen die natürlich gern, deswegen greifen die uns auch an. Das ist hier im Prinzip so eine Willkommensparty für uns. Deswegen machen wir da auch weiter, wenn das so gern gesehen ist. Ach, da war ein Ramob. Ja, den nehme ich doch direkt noch mit. Ramobs geben immer so viel Erfahrung. Da kann man ja im Prinzip gar nicht nein sagen. Fast 5000 Erfahrung hier. Mehr als eine normale Quest. Also, boah, das haut rein. Und den Windattern. Attern. Nattern. Da wurde ein Buchstabe verschluckt. Brauchen wir nichts. Derzeit zumindest. Und jetzt sind wir ja auch schon fast durch mit unserer Unkrautvernichtungstour. Ungeziefer auch. Das ist ja alles. Baut ja alles aufeinander auf.
Ja, damit ist hier die schädliche Infrastruktur der Silithiden einfach mal zerstört. Und wir können auch schon die ersten zwei Quests wieder abgeben. Wir sind von Käfersaft und heißem Teer bedeckt. Aber keine Sorgen, das geht schon wieder ab. Das will ich aber auch hoffen für dich. Und wir haben einen neuen Talentpunkt verfügbar und sind Stufe 35. Wow. Okay, was hat der denn jetzt für uns? Wir sollen den Silithidenführer bei Tauna Himmelsjäger an der Flammenspitze im südlichen Sprachland Die Horde. abgeben. Oh Mann, ob sich das hier irgendwann nochmal geben wird. Naja, und Krieg der Geheimdienste. Ja, der freut sich natürlich, weil wir da was Interessantes erfahren können. Und wir sollen ein Attentat verüben auf diesen guten Herrn hier. Vorwärts zum Sieg. Das sieht auch gut aus. Und wir haben jetzt hier wirklich noch viele Kriegsaufgaben vor uns. Ja, mit dem Talentpunkt, das überlege ich mir dann bis zum nächsten Mal. Jetzt geht es hier erstmal volle Wucht auf das Kriegsfeld, in die Schlacht. Die Kriegsnarbe. Sollen hier ein paar Leute vom Himmel holen. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Oh. Also die kommen echt gut an. Die holen wir schnell runter. Und ja, Abzeichen lassen sie aber leider nicht fallen. Brauchen aber auch gar keine Abzeichen. Wir brauchen Gliedmaßen. Und deswegen zerstückeln wir die jetzt. Ist ja ganz normal, ne? Ach, da können wir auch direkt noch mehrere hier mitnehmen. Ich habe mich gerade gewundert, wieso wir solche Sachen brauchen, echt. So, vorher hat man ja auch schon irgendwie Köpfe von Monstern eingesammelt und sonst solche Dinge gemacht. Aber Gliedmaßen zerstückelt, das ist echt erst seit dem neuen Kriegsherrn hier so. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass das vorher mal der Fall war. Zumindest bei den Orks nicht, bei den Verlassenen. Ja, da kann man ja nie sicher sein, was die hier für Dinge machen. Aber bei den Orks, die hatten immer noch ein bisschen Anstand. Aber das ist jetzt ja auch vorbei. Neue Zeiten bringen auch neue Methoden mit sich. So ist das halt im Krieg. Boah, der hat ja aber ganz schön viele verwertbare Gliedmaßen noch gehabt. Der Soldat der Allianz oder die Soldatin. Na, da wollen wir jetzt mal nicht zu übergenau sein. Ja, da ist noch einer. Die kriegen wir immer gleich ganz gut. Also, das ist echt ein Hammer-Aiming. Also, da verliert man ja irgendwie nie mal Zeit. Man trifft immer sofort. Da können wir wieder ein paar Sachen einsammeln. So, schauen wir mal wieder. Ach, wir haben ja auch Luftunterstützung. Das hatte ich vorher ja gar nicht gesehen. Ist mir ein wenig entgangen. Okay. Oh, damit haben wir jetzt auch schon den vorletzten erledigt. Und der letzte Greif wird sich auch noch irgendwo finden. Wieder ein paar Gliedmaßen als Pausenbeschäftigung einsammeln. Und hier sieht's aus, als ob die letzte Zwergin dann wohl zerstückelt wird. Naja, vielleicht gibt's ja auch noch ein paar
andere Zwerginnen hier als Kampftruppe. Okay. Ja, sieht ja ganz gut aus jetzt. Wir haben das Schlachtfeld ein wenig bereinigt und können uns jetzt mal weiter vorwagen. Wir sollen eine Flagge in der Kriegsnarbe entdecken. Nee, das ist das nicht. Wer weiß, was die damit gemeint haben. Ist das das? Da ist zumindest unser Kriegsbanner. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was jetzt hier damit gemeint ist. Und da können wir direkt mal zwei Leute zerstückeln. Ich hoffe mal, das war's dann auch hier mit der Zerstückelungsaktion. Da ist noch Vorhut. Die sind hier irgendwie rar gesät. Da ist ein Pionierspezialist, ein Hauptmann. Da ist noch einer. Die sind ja echt selten. Also das muss man mal sagen. Die werden hier ja alle erledigt. So. Hier sind noch zwei Kollegen, die haben gerade einen Übnisräuber von uns erledigt. Den müssen wir natürlich rächen. Wieso der auch allein gegen zwei vorgeht, wird ich ja nie machen. An seiner Stelle, ja. Also, der hatte wahrscheinlich ein bisschen zu viel Übermut. Dachte, er wäre unbesiegbar. Ja, jetzt sieht's doch hier auch schon wieder gut aus. Da stehen noch drei Leute, wenn wir die alle bekommen. Also ich weiß echt nicht, welche Flagge ich jetzt entdecken soll. Mindestens habe ich hier wieder einen Agenten entdeckt. Den benötigen wir jetzt ja aber auch nicht mehr. Dort steht noch einer. Den nehmen wir auch noch mit. Und oben kämpft schon wieder ein Ödnisräuber. Vielleicht können wir dem ja noch rechtzeitig helfen. Aber hier kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir nicht hoch. Naja, wir sprinten mal noch hin. Vielleicht hilft das ja noch. Tatsächlich, es hat noch gereicht, aber nicht für uns. Ah, schade, da müssen wir noch einen töten. Ich gehe jetzt mal erstmal zu dem Banner. Ich weiß ja noch nicht, was das hier zu bedeuten hat. Dass jetzt unser Banner ist oder dass der Gegner. Also unseres scheint es nicht zu sein. Vielleicht das der Gegner. Ach, da steht jemand, den hatte ich voll übersehen. Man kann hier nochmal schauen. Ja. Im Zentrum der Narbe befindet sich eine Flagge, die anzeigt, wer gerade über die. Findet die Flagge. Ja, das ist doch die. Ja, haben wir die jetzt noch nicht gefunden, oder wie? Ach. Ja, wir mussten von der anderen Seite drauf schauen, oder was? Ja, sehr lustig. Okay. Ich würde mal sagen, das war wieder ordentlich Kriegswerk, was wir hier verrichtet haben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich habe mir dann überlegt, wo ich den Talentpunkt verteile. Und diesmal sieht es ja auch echt gut aus, dass ich mal wieder Kräuter sammeln kann. Also bis dorthin. Tschüss.